Juhu und alle willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Garados vs. Sinnoh. Im letzten Part sind wir in Ewigenau angekommen. Haben die Arena nicht gefunden, haben mit Ruffy gesprochen, der vor der wunderschönen Statue von Palkias, glaube, oder so, gelitten hat und da die Statue angeschaut hat. Genau. Und die sprechen die einmal an, würde ich sagen. Er ist eine Pokémon-Statue von Ewigenau. Dahinter liegt wohl mal ein Schild mit einer Erklärung. Absolut abgerissen. No, was sagst du dazu? Angeblich ist das ein mega geiles Pokémon, das vor Ewigenau Ewigkeiten gesehen wurde. Jo. Und ich weiß natürlich auch, wo wir hin müssen. Und ich weiß auch, dass Hutut kein Zeit Schneider lernt. Deswegen fangen wir uns unseren zweiten vor allem Schlussklaven. Oh. Dieses Untersiel da, ist es ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldigen, wie heißt du denn? Schön, Hallenerdi. Den Namen merke ich mir. Mein Name ist Lea. Ich würde es aber sagen. aka Lady Klee. So jetzt habe ich. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie schon angesehen? Ja. Die Legende besagt, dass ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deiner Reise ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier, es wird sicherlich nützlich sein. VM 001 erhalten. Näher die verstaut VM 001 in der TMV-Tasche auf epische Art und Weise. Die VM der Schneider kannst du auf deiner Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokédex zu können, weißt du. Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ein was habe ich noch vergessen. Richte Professor Pixel meine Grüße aus. Ich wusste gar nicht, dass die beiden sich kennen. Okay, was ich eigentlich machen wollte, ist hier rüber zu gehen und mir ein Bidifaz zu fangen. Das lernt nämlich nicht nur Zeit Schneider. Oh, es kommt instant eins, perfekt. ja, wie schwäche ich denn das? Ich glaube, du müsstest Biss tanken. Ein Biss tankst du, das ist kein Step. Das ist meine schwächste Attacke. Ja, es muss irgendwie so männlich sein. Es muss irgendwie so männlich sein. Kann ich mir vielleicht einen Flottball kaufen? Kann ich mir einen Flottball kaufen? Das würde das alles ein bisschen beschleunigen. Aber nur ein bisschen. Kaufen. Nein. Ansonsten kann ich ja mal auf die Frage von den Toyo eingehen. Nestball. Ja, komm. Sorry, nach denjenigen, die ich jetzt gleich benennen werde. 5 Stück. Und zwar auf die Frage von den Toyo. Wie kamst du zu Garados? Welches Pokémon magst du am wenigsten? Wie ich zu Garados kam. Also ich liebe Garados seit der ersten Generation. Ich hatte damals auch schon ein 6 Garados-Team. Allerdings waren die alle speziell, weil die konnten alle Donner. Ich konnte Donner, Feuer, Sturm. Halt die ganzen krassen Attacken und ich denke so, bam. Die hauen rein. Damals hatte ich halt keine Ahnung. Wer hatte. War mir egal. Ich hatte, ihr habt noch mit dem Linkkabel Trick verdoppelt. Ich hatte dann 6-mal dasselbe Team. Ich glaube, ich hatte die Wutanfall so genannt. Oder irgendwie. Ich hatte die. Die waren alle gleich. Hieß alle gleich. Dann habe ich immer versucht, dann damit zu gewinnen. Aber naja. Wie ich zu Garados komme. Ansonsten, ich finde Garados eigentlich sehr faszinierend. Der Garados sich aus Kapado entwickelt und Kapado immer ohne zu schweigen eine der schwächsten Pokémon auf jeden Fall ist. Und ich finde es irgendwie faszinierend, wie aus irgendwas total unscheinbaren Knospi. Ich glaube, Knospi, was kannst du lernen? Was kannst du denn lernen, Knospi? Ich hätte gerne auf meine Liste drauf, dass es kommt. Nevermind. Doch, bei Platin müsste ich mal schauen, wie wär's damit. Hör mal kurz bei Platin, hier mal Knospi. Was lernst du denn? Du kannst ja gar nicht jetzt auch zerschneiden. Schlage ich erstmal kurz nach. Kannst aber nur zu Strands, aber nicht. Nee, Bidiza ist toller. Weil Bidiza kann auch so drüber. Und ja, das heißt, so faszinierend für mich. Also, das total schwachen. Also, übelstes, mega krasses Pokémon. Ich meine, hey. Nein, Knospi. Ich will Bidiza haben. Mano.
Ja, das fand ich halt irgendwie faszinierend. Ich meine, das ist halt Gyarados. Das ist einfach nur. Bäm! Gyarados ist die Angst. Pur. Und Carpador ist halt nicht ernstzunehmender Gegner. Ernst for real. Deswegen, ich finde es deswegen faszinierend. Also Gyarados ist einfach nur so ein Monster. Und ich mag Drachen-Pokémon. Und Gyarados ist ja im Herzen ein Drachen-Pokémon, wie wir alle wissen. Im Herzen ist es ein Drachen-Pokémon. Jo. So, ich würde jetzt gerne wieder mein Bizeps haben. Danke. Wie geplant. So, versuchen wir es nochmal. Irgendwas Neues. Nein, 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 hier auch nicht. Und so kam ich halt zu Gyarados. Es war Liebe auf den ersten Blick. Seit der ersten Gen. So, bam, Nestball. Komm. So, welches Pokémon magst du am wenigsten? Gute Frage. Gute Frage. Es gibt ja so ein paar Pokémon, die so ein bisschen poken, wenn sie wirklich hassen, tue ich kein Pokémon. Weiß nicht. Ich überlege dir gerade nach, was ich Pokémon am wenigsten mag. Ansonsten, der Teil Mitnahme geht an der. Der wollte irgendein Sklave sein. Grüße an dich. Oh, es ist weiblich. Na, was soll's, passt schon. Passt schon, oder? Ja, Hermes, Bizarre. Das bringen wir gleich mal zur Trümmerer bei. Und zur Schneider. Ja, keine Ahnung, welches Pokémon ich am wenigsten mag. Togekiss. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich echt drüber nachdenken. Welches Pokémon mag ich am wenigsten? Also, das ist die übliche Variante, so Kapitops, also diese Mülltüte, nenn ich es mal. Gute Frage. Ich denke darüber nach, welches Pokémon ich am wenigsten mag. Ich denke darüber nach. Ich weiß immer inzwischen, dass die Arena da hier unten ist. Hallo, ich bin Mika, die Arena dieser Stadt. Der letzte mich herausgefordert war sein ungestümter junger Kerl. Du kennst ihn, er hieß Simon, er hat dich schon angekündigt. Denn er gesagt hast, du die ganze Zeit auf den Weg her bist, bin ich ganz zapplig. Immer in einer Trede triffst du. Erst am Ende ging die Arena-Leiterin mich an. Doch bevor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer in der Arena. Ich warte dich ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusch mich nicht. Mika! Genau. Das war, glaube, von... Oh Gott, Namen. Ohne Pflanzenarena. Wir kommen wirklich gleich los, ohne großes Terrain. Genau, Mika war... Ich müsste die Tabelle jetzt aufmachen. Das ist ja fast peinlich. Da muss ich aber gerade die Tabelle aufmachen. Ich hieß Aden. Meine liegt auf der Zunge. So, ich schalte es jetzt nach hier bei Mika. Hier. Und zwar war das Akims Welt. Genau, natürlich. Ich erinnere mich jetzt. Also ein Typ, aber egal. Ich finde den Namen toll, der passt. Bam, 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 bam. Genau. Der kommentiert ja schon eine Weile ab und zu mal. Drachenwut! Fuck yeah. So. Ich dachte eigentlich, es glänzt erst Silberblick. Und tschüss, Wuchtler. Weißt du was? Na, was soll's. Tschüss, Wuchtler. Bam. Welches Pokémon hasse ich so richtig so? So richtig Pokémon. Weißt du das? Quatschutzu mit Wandlungskurz. Hasse ich. Tiefgründig. Ich spüre meine Rache oder so. Nee, keine Ahnung. Was hasse ich denn wirklich? Das reicht nicht aus. Jetzt die ganze Frage, welches Pokémon hasse ich am meisten? Ne? Oder hasse ich überhaupt? Das ist echt so eine schwierige Frage. Nee, keine Ahnung. Ich mag alle Pokémon eigentlich so. Auch wenn ich competitive spiele, ich meine. Ich spiele das ja nicht so. Hier, ich zeige mich, ich bewege. Buh, Blumen, die Arena. Kannst du nur auf deinen Zeiger laufen, wenn du langst zu dem nächsten Trainer. Den muss ich sowieso besiegen, kann das sein, ja. Okay. Keine Ahnung, ich habe jetzt eigentlich kein richtiges Hass-Pokémon.
Ich habe kein richtiges Hass-Pokémon. Deswegen... Das beschäftigt mich jetzt schon ein bisschen, ja? Ich habe kein Hass-Pokémon. Meine Pflanzen-Pokémon haben ein paar überzeugende Angriffe drauf. Vielleicht kommt es nicht mehr vorbei. Ich mag alle Pokémon. Aber es gibt natürlich Pokémon, die ich besonders viel, viel mehr mag als andere Pokémon. Aber ich bin die meisten Evolis, also zum Beispiel so Psyana oder Nachtara. Nachtara ist geil, Nachtara tankt die Welt. Und überhaupt alles. Und das reicht für Knospi, Drachenmut, yay. Welches Pokémon hast du? Gibt es irgendjemanden, der wirklich ein Pokémon hasst? Ich meine, okay, Togekiss ist ein Hassobjekt, verstehe ich, aber das meint eher so ein spaßhaftes Zeug, weil es einfach alles weg paraflincht, ja, das mag man nicht. Das ist schon ein bisschen Hex. Okay, was ich hasse, sind diese, die EV, die dann damals, die man fürs EV-Training haben, die im Sandsturm sind, im Sandschleier haben und deswegen mein Erdbeben trotz Scorp-Linse immer misst, ja. Das hasse ich. Ansonsten. Hasse keine Pokémon. Ich hoffe, damit deine Frage beantwortet. Ich hasse die Sandams, gegen die man EV-Training machen muss, die im Sandsturm sind und die Sandschleier haben mich. Deswegen selbst mein Erdbeben misst trotz dieser Linse, die die Genauigkeit erhöht. Das hasse ich. Ja, das hasse ich extrem. Du kannst den Weg beschreiten, die dir vorher gesperrt waren. Sehr schön. Muss sowieso alle besiegen, ne? Wie ist eigentlich Mika dahin gegangen? Hier durchs Blumenfeld gelaufen. Hi. Der Tiefe hier flog meine Pokémon, wird dich von meinem Sieg abhalten. Ich spreche dir irgendwie gerade das Hall weg, weil Gara das halt, ne? Amaruma ist der Geser mit einer Roselia. Yay! Gara Boss! Dum, 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 dum. Ach ja, okay, die tanken das ja. Ne? Dann machen wir mal wieder Rückkehr. Die haben ja ein bisschen mehr als 40 KP. Deswegen kommen wir, glaube ich, nichts rein. Ich aktualisiere mal die Seite. Aber ich glaube nicht. Nö. Kommt nichts rein. Alter, wie der jetzt überliebt hat. Alter, okay, Pitney. Bam, bam. Nam, 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 Fähigkeiten lassen die auch verschleiern und bekommen 600 noch was. Okay, bewegliche Blumenmoor, die Zeit verfliegt. Nur die Arena ist jetzt noch übrig. Geh schon mal. Ich hab keine Angst. Das geht auf Wasser garantiert auch darunter. Dann müsste Wasser, ich bin jetzt gerade so hart im Yodo-Modus, dass ich mir erstmal die ewig Slow-Motion-Animation ansehe. Das Wassersprungbogen sprudelt nicht mehr. Du kannst den Beweg beschreiten, der vorher versperrt war. You don't say! Bin so hart im Yodo-Modus, dass ich jetzt eigentlich meinem Pokémon nur noch einen Trank gebe. Die brauchen wir eigentlich nicht. Und dann einfach loslege, weil das, an der Arena habe ich nichts gemacht. Yay, der da Marvick. Beleid der, dass ich dich weiblich gemacht habe. Tut mir leid. Hi. Das hat aber gedauert, ich bin direkt, Bitch, was? Ich habe jetzt keine 5 Minuten dafür gebraucht, ja? Aha. Das ist aber gedauert. Ich bin die Reitleiterin von Ewig Genau Pokémon Arena. Mein Name ist Mika. Mach dich auf meine Pflanzen-Pokémon gefasst. Schon als ich das erste Mal sah, musste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich behielt recht. Schon an deiner gebastelten Spitze erkennt man den Gewinner. Ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben auf dem Nahkampf. Bam, bam, bam. Was ist Mika? Leiterin Mika! Bam! Mit einem Shellast. Genau. Die hätte erstmal ein Starter-Pokémon dabei. Alles klar. Okay, das war jetzt auch eine. Die anderen Pokémon war alle so um die Level 17. Das ist einmal 1 Level 20. Bam, bam. Oh, aha, Flinch. So. Aber ich glaube, das sollte reichen. So viel KP hast du gar nicht. Das dürfte reichen. Yep. Perfekt, damit ist der Gegner erstmal schon schadenlos rüber und wir müssen Level 24 erreichen. Yay! Level 24! Und Kino so. Ach, das Vieh.
Das macht er garantiert gleich Sonntag. Ist doch das, das Vieh, das in der Sonne dann so aufgeht und dann übelst die krassen Werte und wir hexen die erstmal eiskalt weg, Werteboost bekommt und sowas. Und dann erst angreifen kann. Also angreifen kannst du sowieso die ganze Zeit, aber hey. Ah, ich hätte es gleich doch. Egal. Wir machen jetzt eine Rückkehr und das war's. Wir dürfen nicht austauschen. Also wir haben natürlich jetzt noch Derde und Nachweg dabei, aber die werden uns das nur begleiten, in Anführungsstrichen, als VM-Sklaven. Es ist deswegen noch, noch frei, weil wir brauchen noch viel Stärke und so welche, ne? Eure Chance. Rosada. Ich glaube, ich werde sie wieder flinchen und damit Drachenwut besiegen. Das ist schneller und paralysiert mich. Oh. Das ist nice. Okay. Sie kann uns nichts. Sie kann uns nichts. Ich muss eigentlich nur noch einmal treffen und das war's dann. Wie sich wieder helfen voll ist. Ja, ich glaube, Drachenmut sollte wieder reichen. Oh, jetzt kommt sie mit einer krassen. Warum Strauchler? Du kannst viel bessere Attacken. Alter. Bist du so leicht und nicht so schwer? Okay. 9000 Erfahrungspunkte. Leiterin Mika besiegt unglaublich. Du bist sehr gut, wa? Und wir bekommen 2640 Dollar. Habe ich schon erwähnt, dass du ein richtig starker Brocken bist. Ich wusste schon, ich muss doch schwer gewesen sein. Muss das schwer gewesen sein, deine Pokémon so gut zu erziehen. Alter, mein Garas hat eine Sanftglocke, ja. Das sagt doch alles aus. Da erkennt man wohl, wie gern du deine Pokémon hast. Es trägt eine Sanftglocke. Als Zeichen einer Erkennung sollst du das hier haben. Bam bam Waldorden von Mika erhalten. Der Walten erlaubt es dir, die versteckte Maschine der Schneider außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mit der zweiten Orden, die du bereits besitzt, werden dir alle ertauschten Pokémon-Missile 300 gehorchen. Hier ist eine kleine Überraschung für dich, ein kleines Geschenk von mir. Nettie Verschau, TM 86, Nettie Verschau, Strauchler, einen meiner liebsten Pokémon, bringt deine Gegner ein hohes Gewicht auf. Die Waage der Schaden macht, deswegen hat es so viel Schaden gemacht, weil ich bin schwer, die ist leicht. Garrot ist ja einer der schwersten Flug-Pokémon. Wenn man es mit Rickwasser kombiniert, naja, okay, das wär's. Strauchler dürfte Garrot nicht lernen können, das wäre mir nämlich neu, dass es eine Pflanze tacken kann. Das wäre mir neu, ja klar, klar. Gut. Heißkrab kann auch nicht lernen, aber Stein kann sich jetzt lernen. So. Das lief doch relativ gut und entspannt ab. Ich würde sagen, können wir dann im nächsten Part. Können wir dann bei Team Kappa vorbeischauen. Im Kappa Hauptquartier. Und wir halten so Pokémon noch. Bam. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr unter Hashtag TiberiumPlatin auf Twitter gerne Fragen stellen, die ich dann beantworten werde. Er hat schon ein paar interessante dabei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er rankommt, ist super extrem hoch, denn hey, ich bin jetzt nicht der krasse, einflussreiche YouTuber. Egal! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefallen. Bis dahin, ciao. Wir haben es sowieso gleich 21 Uhr wieder sehen. Ich denke mal, ich mache mir was zu essen. Ciao!